Grüß Gott und herzlich willkommen zur Roten Couch Express. Wir sind hier am Stand von Stahl auf der Messe SPS IPC Drive 2016. Und bei mir ist Wolfgang Möller, er ist Produktmanager bei Stahl. Grüß Gott, Herr Möller. Grüß Gott. Sie zeigen hier auf der Messe einen Sicherheitsschalter. Was ist denn das Besondere daran? Ja, wir zeigen hier unseren Sicherheitsschalter, den wir in zwei Baureihen haben. Einmal in einem Kunststoffgehäuse und einmal in einem Edelstahlgehäuse. Und dieser Sicherheitsschalter ist eben nach der neuen internationalen Norm EN62626 zertifiziert und geprüft und kann somit nicht nur in Deutschland, sondern international von unseren Kunden eingesetzt werden. Was unterscheidet ihn denn von Angeboten der Konkurrenz? Ja, bei unserem Sicherheitsschalter haben wir eben wahlweise einen schwarzen oder wie hier einen rot-gelben Griff. Wir haben nur einen Drehgriff, mit dem der Kunde eben alle Kontakte inklusive der Hilfskontakte ein- und ausschalten kann. Und wenn der Betreiber oder der Benutzer diesen Schalter ausgeschaltet hat, hat er die Möglichkeit, mit drei Vorhängeschlössern ihn gegen Wiedereinschalten zu sichern. Und im Vergleich zu einem normalen Lastschalter kann man hier den Deckel in dieser ausgeschalteten Position nicht abnehmen, sodass der Mitarbeiter, der an einer Anlage arbeitet und mit dem Schalter ausgeschaltet hat, sicher ist, dass die Anlage nicht laufen kann. Wo soll er denn überhaupt eingesetzt werden? Eingesetzt wird der Schalter in den meisten Fällen für Wartungs- und Reparaturzwecke. Dort kann es zum Beispiel sein, dass in einer chemischen Anlage oder in einer anderen Anlage ein Kunde im Ex-Bereich einen Filter wechseln muss. Und um das machen zu können, müsste er die komplette Anlage mit Hilfe eines Elektrikers ausschalten, wenn es keinen Sicherheitsschalter gibt. So kann er vor Ort ausschalten, den Schalter abschließen und sichern und dann in einem sicheren, spannungsfreien Zustand seine Arbeiten ausführen, ohne Gefahr für Leib und Leben, und anschließend nach Abschluss der Arbeiten die Schlösser wegmachen und den Schalter wieder einschalten. Danke für das Gespräch. Ihnen danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.